Ja, heute mache ich noch ein Video. Denn Ferdinand und Eddie, ja stimmt, sind wieder da mit ihrem Pferdemann. Ich mache hier auch gerade. Liebe Jana, so schön, dass du vorbei warst. Du bist wieder wie der Sonnenschein, der uns Tag erhält. Der uns den Tag erhält. Falls du Zeit hast, würdest du mir bei etwas helfen? Sag es, Jana. Das ist wirklich nett von dir. Unsere Pferde scheinen sehr krank geworden zu sein. Normalerweise passiert das nicht. Aber diesmal scheint ihnen die See wirklich nicht gekommen zu sein. Ich möchte ihnen so gerne helfen und dachte, dass Karin und vom Goldblattstall vielleicht mehr weiß. Könntest du sie reiten und sie im Rad fahren? Das ist nur das letzte Mal passiert, als sie seekrank wurden. Irgendwas war doch da. Mein Gedächtnis ist nicht mehr, was es einmal war. Jana, reite zu Karin und bestellt ihr neue Küche. Ja, machen wir. Aber wahrscheinlich, wenn die wieder weg, ist doch immer so. Meine Füße flippen aus. Ich mache hier mal kurz einen Cut, denn ich habe total den dummen Umweg genommen. Ja. Und hier bin ich wieder. Karin, bleib stehen! Karin! Hallo Jana, was kann ich für dich tun? Ferdinand und Eddie 2 sind also schon wieder gekommen. Erinnern Sie sich nicht, was beim letzten Mal geschehen ist? Ich helfe natürlich gerne, aber eigentlich sollten Ferdinand wissen, was zu tun ist. Am besten gibt man Seegang seinen Strandblümchen kaum überall. Auf der Insel wachsen solche Blumen, pflücke so viele du brauchst und kommen dann zu mir zurück. Jana, pflück nur die blauen Strandblumen, keine roten Blumen, die wir stehen unter Naturschutz. Nur blaue, keine roten. Verstehst du? Gut. Geh jetzt los. Ja, okay. Habe ich nicht aufgepasst, wie viele wir ankommen können. Vier. Und rot. Ah, da hinten sind noch. Da hinten sind noch. Ich habe irgendwo welche da. Eine Pflanzenkur gegen Seekrankheit. Dann gehen wir mal wieder zur... Oh Gott, ich hab's auch gemacht. So, jetzt gibt es schon eine blaue Strandblume. Hier sind deine blauen Strandblumen. Jana bringt sie zu Ferdinand und sagt ihm, dass er sie unter das Futter der Pferde mischen muss.
Es wird Ihnen schon bald wieder gut gehen. Bestell Eddie und Ferdinand schöne Grüße von mir. Bis immer. Ja, machen wir das. Da ich nicht vorspulen kann, mache ich hier nochmal einen kleinen Cut. Und da bin ich auch schon wieder bei Ferdinand angekommen. Oh, sind das blaue Sternblumen? Aus denen kann man eine super Kur machen. Oh nein, Janne, nee, schon wieder. Alle Pferde sind abgehauen. Ach, wer hätte es gedacht? Nachdem sie die grünen Sternblumen gefressen hatten, sind sie plötzlich ganz munter geworden. Etwas zu munter. Sie sind einfach abgehauen und ich konnte sie nicht stoppen. Wie konnte ich das nur vergessen? Jedes Mal, wenn wir uns ins Goldblatttal kommen, geschieht das Gleiche. Na, eigentlich überall, aber egal. Ich glaube, sie haben nur so getan, als seien sie seekrank, weil sie schon wussten, dass sie dann grüne Sternblumen bekommen würden. Waren die nicht blau? Kannst du sie nicht einfach einfangen, Jana? Sobald du sie findest, kommen sie zurück. Manchmal werde ich richtig sauer, wenn sie so frech sind. Aber dann denke ich, dass es ohne solchen Zischabernack auch langweilig wäre. Viel Erfolg, Jana, und gib Acht. Die Pferde dann wahnsinnig schnell. Wieso macht der das nicht? Ja, sonst wäre ich ja langweilig. Du hast dann mitgekommen und kommt dann auch zu dir. Du hast das Pferd gefahren. Hä? Wie denn? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja. Ich muss es, glaube ich, in drei Folgen oder so einteilen, weil die Folge wird ziemlich lang. Also sage ich schon mal bis bald. Wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn ihr auf den zweiten Teil klickt. Und tschüss.